ganz herzlich willkommen zu unserem Panel mit dem schönen Namen Future Skills machen Furore oder da wagen wir eine Diskussion zu Sinn und Unsinn von Future Skills. Genau, ich wurde schon vorgestellt, Laura Eickwecht. Ich freue mich ganz doll, dass wir hier auf der wunderschönen Community Stage heute sind. Und ja, die Diskussion um Future Skills ist in vollem Gange. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Rückenwind hier beim University Future Festival mit diesem Namen Tales of Tomorrow und einem eigenen Track zu Future Skills. Also, wir sind nicht die Einzigen natürlich, die über Future Skills reden. Das Thema ist sehr, sehr, sehr präsent. Und es bedeutet auch, dass zunehmend es diskutiert wird und es stellt natürlich sehr viele Dinge auch in Frage. Es stellt Fragen nach, wie machen wir das eigentlich gerade? Ist das richtig so? In welche Richtung können wir gehen und wie bekommen wir das jetzt eigentlich hin mit diesen Future Skills? Und da gibt es natürlich auch kritische Stimmung. Das Konzept wird auch in Frage gestellt und so weiter. Und das ist etwas, das ist sehr gut, weil das zeigt, das Thema ist angekommen. Das zeigt, es lohnt sich darüber, das zu diskutieren. Und jetzt werden eben diese Fragen gestellt. Wie geht es denn jetzt konkret? Wie machen wir das genau? Was müssen wir besser machen? Und was steckt eigentlich wirklich für uns drin? Heute wollen wir nicht so sehr um Definitionen reden. Das gibt es natürlich auch als Thema. Auch nicht, ob es jetzt Future Skills unbedingt braucht, sondern eher um das Wie. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie setzen wir das jetzt schon um? Wie geht es noch besser? Und wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen auf jeden Fall auch zeigen und diskutieren, das Thema wurde schon erforscht und wird auch weiterhin erforscht. Und wir, die wir hier gemeinsam sitzen, das sollten wir auf jeden Fall auch transparent machen, haben uns dazu zusammengetan, um einen Artikel zu schreiben zum Thema Future Skills und einfach ein bisschen Klarheit aus wissenschaftlicher Perspektive da reinzubringen. Und freuen uns, dass wir diesen Diskurs heute auf die Bühne bringen können, um den Status quo, die Herausforderungen und auch die Perspektiven von Future Skills. Den Artikel, das schon mal vorab, den können wir jetzt auch relativ exklusiv dank des Stifterverbands heute auch schon zum Download zur Verfügung stellen. Die haben nämlich einen Turbogang reingelegt, damit wir den heute schon als Preprint zur Verfügung stellen können. Genau. Was aber auch ganz wichtig ist, wir haben den Artikel zusammen geschrieben, aber wir wollen ja über Sinn und Unsinn von Future Skills diskutieren. Deshalb brauchen wir auch Sie, euch als Publikum. Und wir haben da so einen Stuhl an Ulf Daniel Ehlers Seite. Der lädt ein, sich darauf zu setzen, wann immer Sie das Gefühl haben, Sie möchten in die Diskussion einsteigen. Setzen Sie sich dazu und wir geben Ihnen ein Mikro. Und wenn jemand die Person runterschmeißen will oder sich in die Diskussion einklinken will, einfach dazukommen, dann wird der Stuhl weitergegeben. Und wir haben natürlich den Chat, wo wir auch uns über Fragen freuen und an gegebener Stelle auch in Diskussionen einbinden werden. Ja, so viel zum Setting. Future Skills machen Furore, oder? Und es wird Zeit, hier meine PanelistInnen vorzustellen. Das macht ihr am besten selber, aber ich gebe euch noch eine Frage mit und dann machen wir erstmal die Runde. Was ist eigentlich eurer Meinung nach unter diesen ganzen Future Skills der allerwichtigste? Ich gebe erstmal an dich, Nina. Ja, lieben Dank, Laura. Herzlich willkommen auch von mir hier in Berlin und alle Teilnehmenden online. Ja, mein Lieblings-Future Skill ist die Lernkompetenz, denn Lernkompetenz ist für mich so eine Art Superkompetenz der Zukunft, da sich unsere Arbeits- und Lebenswelten durch Digitalisierung, KI und auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen fortlaufend und rasant verändern werden. Test, Test, wunderbar. Hallo auch von meiner Seite, hallo vor Ort, hallo digital Zugeschaltete. Mein Lieblings-Future-Skill wäre vielleicht ein bisschen ja, klassisch kritisches und wissenschaftlich basiertes Reflexionsvermögen, was meiner Ansicht nach eine Grundlage für ein mündiges und auch sozial verantwortliches Handeln in der Gesellschaft darstellt. Ich nehme mal das Mikro, wenn es auch geht. Ja, das geht. Hallo, ich bin Wiebke Mattis. Ich arbeite an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am Zentrum für Schlüsselqualifikation und bin dort Leitung. Und was wir dort machen in einem großartigen Team, ist es seit vielen Jahren, seit 2007, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich? Zunächst über Schlüsselkompetenzen, dann über Future Skills. Und für mich ist die wichtigste Zukunftskompetenz die Teamkompetenz.
Ich glaube, das ist auch so eine sozialisierte Frage oder Antwort. Weil ich denke, dass wir so große Herausforderungen als Gesellschaft vor uns haben, dass wir die niemals alleine und als Individuen lösen können, sondern da müssen wir gemeinsam denken und handeln können. Und das ist nicht so einfach. Und wenn man es aber gut kann, umso mehr Power ist dahinter. Hallo allerseits, mein Name ist Ulf Ehlers, ich bin von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und leite da das Forschungszentrum Next Education, wo wir Future Skills erforschen, schon viele Jahre. Und meine Lieblingskompetenz aus einem unserer Kompetenzrahmen mit dem schönen Namen Next Skills ist die Ambiguitätskompetenz. Also das Umgehen mit verschiedenen Rollenerwartungen, was gerade in so einer Zeit wie der unsrigen, wo wir eben in unterschiedlichen Strukturen arbeiten, alle Jahre mal wieder, eine sehr wichtige Fähigkeit ist. Vielen Dank, lieber Ulf. Ich habe Sie übrigens dabei, weil es auch meine Lieblings-Future-Skill ist, die Ambiguitätskompetenz. Florian, bist du bei uns? Online? Ja, hallo, ich bin bei Florian Rampelt ist heute beim KI Campus in Heilbronn und eigentlich auch Mitdiskutant. Vielleicht stößt er noch zu uns. Da ist er. Florian, stell dich gerne vor und deinen liebsten Future Skill, über den freuen wir uns auch. Ja, hallo zusammen. Eigentlich wurde mir gesagt, ich bin auf dem Bildschirm mit dabei, war ich offensichtlich noch nicht. Florian Rampelt, ich bin Programmleiter noch für digitale Bildung. Noch hören wir dich nicht, Florian, aber wir sehen dich schon. Hallo, kann man mich hören? Ja, wunderbar. Gut, so ist das. Beim Test hat es funktioniert, jetzt nicht. Ich bin schon die ganze Zeit dabei und über Handy auch in der Online-Session, habe da direkt mal mitkommentiert. Mein Name ist Florian Rankert, ich bin Programmleiter für digitale Bildung und Future Skills beim Stifterverband, eigentlich in Berlin. Wir haben aber mit dem Projekt KI Campus eine eigene Stage in Heilbronn in Baden-Württemberg, die auch heute stattfindet, deswegen bin ich aus Baden-Württemberg zugeschaltet. Und das, was wir dort tun und was wir mit dem University Future Festival tun, ist, denke ich, auch maßgeblich für das, was mein wichtigster Future-Skill ist, Kooperationsfähigkeit oder Kooperationskompetenz. Aus dem Grund haben wir mit dem Stifterverband auch vor kurzem die Allianz für Future-Skills gestartet. Da hatten wir gestern beim University Future Festival in Nürnberg ein tolles Treffen, an dem Laura auch teilgenommen hat. Und ich hoffe, dass das Thema Kooperation auch in unserer Diskussion jetzt eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, David und ich würden uns auch gerne noch kurz vorstellen, nachdem wir eben nur unser Lieblings-Future-Skill genannt hatten. Nina Horstmann mein Name. Ich bin seit 10 Jahren am Zentrum für Hochschulentwicklung tätig und verantworte verschiedene Projekte im Rahmen des CAE-Hochschulrankings und bin auch ganz intensiv jetzt mit dem Thema Future-Skills befasst. Und zusätzlich lehre und forsche ich seit März noch am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Bielefeld, gefördert durch das Projekt Career at B. Ja, und als Psychologin bin ich auch ganz besonders so an der empirischen Seite des Future Skills Ansatzes interessiert. Danke. Mein Name ist David Piesk. Ich komme von der Universität Marburg aus dem Mars Skills Center, Mars Skills Projekt und beforsche da den Zusammenhang zwischen Hochschul- oder universitärer Bildung und dem Future Skills Konzept. Also mich interessiert die Frage, welche Idee von Hochschulbildung haben wir eigentlich implizit oder explizit im Kopf, wenn wir vornehmlich von Kompetenzen sprechen. Dazu haben wir jetzt auch jüngst einen eigenen Kompetenzrahmen mal zumindest skizziert, wo wir versuchen, eine moderne, zeitgemäße Idee von Hochschulbildung zu entwerfen. Und ja, freue mich sehr, heute bei der Diskussion dann auch mitmachen zu können. Vielen Dank und schön, dass ihr dabei seid und auch, dass Sie alle dabei sind. Und wir gehen jetzt auch mal in die Diskussion und zwar mit der Frage, die wir uns auch im Titel dieser Session gestellt haben. Future Skills machen Furore. Aber warum eigentlich? Was ist es denn, was gerade so heiß diskutiert wird? Ulf, die Frage gebe ich mal an dich. Ja, gerne. Also ich habe mich auch, als wir diesen Titel dieser Session diskutiert haben, tatsächlich nochmal im Wörterbuch schlau gemacht. Was heißt eigentlich Furor oder Furore? Und das ist ein ganz interessanter Begriff, der wirklich passt auf diese Diskussion. Der heißt nämlich einerseits Wut und andererseits Entzücken. Ja, also, und das ist eigentlich das, was wir auch erleben in der Diskussion und daher passt es auch sehr, sehr gut. Wir haben einerseits die Fraktion derer, die sagt, Mensch, Future Skills, das ist ein Versprechen für Hochschulen, weil es Hochschulen ermöglicht,
auf die multiplen Krisen einzugehen, die wir in unserer Gesellschaft erleben und Studierende dazu zu befähigen, mit ihnen umzugehen, die Gesellschaft zu gestalten, Demokratie weiterzuentwickeln, den Klimawandel zu bekämpfen, einzudämmen möglicherweise und so weiter und so weiter. Das ist das Versprechen. Und auf der anderen Seite aber, also das Entzücken daran, ne? Und das andere aber auf der anderen Seite ist die Problemlage, die wir auch sehen müssen. Und das ist, dass Future Skills als ein Wissenschaftsbegriff noch gar nicht im Wissenschaftssystem Hochschule wirklich verankert ist. Wir brauchen Forschung dazu, wir brauchen Vertrauen im Wissenschaftssystem, wir brauchen ein Prüfungsregime, was es ermöglicht, auch die Future Skills, Selbstwirksamkeit, Sinnstiftung, Umgehen mit unterschiedlichen Erwartungen, Rollenerwartungen wie die Ambiguitätskompetenz, das auch in unsere Hochschulstrukturen, Prüfungsstrukturen, Lehrstrukturen aufzunehmen. Und da stehen wir natürlich vor Schwierigkeiten. Und dazwischen stehen wir im Grunde genommen. Und deswegen ist es ein Furor, ein Wüten der Diskussion, die wir gerade dabei sehen. Das nehmen wir mal als freudiges Zeichen, weil deshalb können wir uns hier auch im Track Future Skills über dieses Thema unterhalten. Das tun wir nicht alleine, das tun ganz viele. Ich war gerade auch in einer Session, wo ganz viele zum Thema Future Skills ganz verschiedene Konzepte vorgestellt haben. Und wir haben natürlich nicht tausend, aber hunderte Rahmenwerke, die Future Skills auflisten, definieren, versuchen umzusetzen. Wir haben auch andere Begriffe, Zukunftskompetenzen, Futures Competences und so weiter, 21st Century Skills und so weiter. Also es gibt einen wahnsinnigen Schatz an Rahmenwerken, Diskussionen und so weiter und dadurch vielleicht auch eine wahnsinnige Verwirrung. Deshalb ist natürlich die Frage, die sich stellt, wir im Bereich von Hochschulen, wo können wir denn anfangen, wo können wir ansetzen und wo können wir Orientierung finden? Also ich finde, das Problem ist weniger, dass wir zu viele Frameworks haben oder zu viel darüber reden, sondern eher, dass wir jetzt den nächsten Schritt tun müssen. Also es ist eine wichtige Voraussetzung, dass so viele Menschen auch international darüber nachdenken. Nur uns fehlt jetzt der nächste Schritt, finde ich, weiter in diese Definitionsfrage weiter reinzugehen. Die Frameworks sind nämlich eigentlich nur Listen von Begriffen. Und die Frage ist ja, was steht denn genau dahinter? Wir können diese Listen auch, wir können auch viele weitere Listen finden und sie übereinander legen und vergleichen und so weiter. Aber die Frage, die jetzt viel wichtiger ist, weil wir haben uns ja entschieden, nicht mehr so stark über das Ob zu reden, sondern über das Wie, ist, wie machen wir diese Begriffe so lebendig und bringen sie, übersetzen sie in Lernprozesse, dass wir dann auch evidenzbasiert analysieren können, wie passiert das denn? Was bedeutet meine Future Skills Teamkompetenz? Wie lerne ich die? Und welche Settings, welche Lernräume brauchen wir, um diese Kompetenz erwerbbar zu machen? Wir sprechen da nicht von Vermitteln, weil das was sehr, sehr Subjektives ist. Und insofern ist das, finde ich, die nächste Frage. Und wir am ZFS haben das auch getan. Wir haben übrigens auch ein Framework entwickelt. Aber nicht so sehr, weil es noch einen geben muss, sondern weil das ein sehr starker, großer Identifikationsprozess ist. Weil die reine Auseinandersetzung, der Prozess an sich, ist unheimlich lehrreich. Und deswegen geht es jetzt eher darum, was machen wir dann damit mit diesen Erkenntnissen, die wir da gewonnen haben. Und eine Erkenntnis war, wir brauchen jetzt den nächsten Schritt und müssen auf die Learning Outcomes runterkommen. Wie würden wir die denn beschreiben, um dann im Grunde die Didaktik zu entwickeln und die Methodik daraus? Das ist, finde ich, so der nächste Schritt. David, auch ihr habt ein eigenes Future Skills Framework bei euch entwickelt. Wie seid ihr da vorgegangen? Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, das wäre auch eine, auf den Punkt, den du eben angesprochen hast, eine Rückmeldung. Also wie als Hochschule positioniere ich mich zu diesem Thema Future Skills, angesichts dessen, dass es extrem viele Frameworks bereits gibt, auch teilweise ähnliche Begriffe. Der Begriff kommt ja meines Erachtens zunächst aus der Theorie der Schlüsselqualifikation oder auch Kompetenzen heraus. Ich würde aber sagen, dass es anfangen sollte mit der Frage nach dem Selbstverständnis, das eine Hochschule hat. Also was ist eigentlich unsere Idee eines Studiums, was ist unsere Idee von Hochschulbildung, von Lehren und Lernen? Und also durchaus ein sehr rationaler und nicht ein reines Entzücken nach dem Motto, das ist ja super, das machen wir jetzt auch, das ist toll. Und dann zu fragen, okay, wir haben eine konkrete Idee und wie verstehen wir darauf aufbauend Future Skills?
wir haben halt versucht, eine gewisse Bildungstheorie zu entwickeln, die jetzt nicht komplett neu ist, sondern es gibt ja eine jahrhundertelange Tradition, die ja auch unter anderem hier in Berlin begonnen hat, was universitäre Bildung sein kann. Und Befähigung ist ja ein Teil von Bildung. Und das auf die Befähigungen, die auch jetzt unter anderem durch Ulfs Framework auch empirisch ermittelt wurden, durch Befragungen, miteinander zu verschränken, das haben wir versucht. Ich würde trotzdem die Frage des Ob nicht ganz beiseite schieben, weil wir haben ja auch in unserem Paper, was jetzt vor 2 Tagen schon rausgekommen ist, die aktuelle Kritik auch mit integriert, wo einige Aspekte genannt wurden, die in der Diskussion, die wir dann auch hier oft teilweise auf Konferenzen führen, ein bisschen untergehen. Ich würde gerne mal ein Beispiel kurz nennen, damit klar ist, worüber diskutiert wird. Eine ungeklärte Frage sei beispielsweise nach der aktuellen Kritik die Frage nach dem Fachwissen, also den Future Skills oder Zukunftskompetenz. Theoretikerinnen und Theoretikern wird vorgeworfen, dass Fachwissen implizit abgewertet würde. Es ist so zum Beispiel, dass man davon ausgehen könnte, dass es sich um überfachliche Kompetenzen handelt, wie jetzt Kommunikation, die man in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Mal nach dem Motto, wir lernen in der Hochschule zu kommunizieren, dann kann ich das als Privatperson, dann kann ich das im Beruf. Das ist eine naive Denkweise, sagen die Kritiker, weil das Fachwissen sehr stark beeinflusst, wie ich kommuniziere. Wenn ich als Pädagoge im Kindergarten arbeite, dann kommuniziere ich anders mit einem jungen Menschen als Psychotherapeut, der das Fachwissen über gewisse Krankheitsbilder braucht, um effektiv mit seinen Klienten oder Patientinnen und Patienten zu sprechen. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns sagt, okay, wir müssen durchaus von den Fächern aus denken. Dann gibt es wiederum die sozialkonstruktivistische Lerntheorie, die sagt, naja, es gibt aber auch sowas wie Erfahrungswissen, also dieses deklarative Wissen, was ich mir anlerne, bringt nur insofern was, als dass es eine Grundlage dafür darstellt, um später in den konkreten Handlungssituationen, wo ich mit Dingen konfrontiert werde, die mir das Lehrbuch nicht sagen kann, wo es dann um Erfahrungswissen geht. Ne? Vermutlich geht es um beides, das irgendwie zusammenzubringen. Das ist ein Aspekt der Fachwissen-Debatte im Kontext von Future Skills. Ein anderes Fachwissen-Ding ist, muss es nicht trotzdem darum gehen, das Fachwissen etwas zurückzustellen, weil Stichwort gesellschaftliche Herausforderungen, die Future Skills mitbearbeiten sollen, braucht es nicht noch quasi Fachwissen außerhalb unserer klassischen Studiendisziplinen. Wir haben in unserem Future Skills Framework das, wie ich finde, sehr intelligente Konzept der gesellschaftlichen Kompetenz von Wiebke Mattes und Kollegen aufgenommen, was aus politischer Kompetenz besteht, ökonomischer Kompetenz, ökologischer Kompetenz, also Fachwissen aus anderen Disziplinen, um, wenn ich als Studierender in einem Projekt mitarbeite, wo es um eine Herausforderung der Gesellschaft geht, muss ich ein bisschen wissen, wie funktioniert die Politik beispielsweise in meiner Stadt? Wie werden Entscheidungen getroffen, jenseits meines Fachwissens? Sodass die Frage im Raum steht, naja, welches Fachwissen von außen sollte neu hinzukommen und welches kann draußen vorbleiben? Ich würde sagen, dass diese Fragen noch nicht geklärt sind, bevor man sagt, jetzt bauen wir die Curricula und so weiter um. Also ein paar Fragen oder einige andere auch noch sind für mich noch nicht endgültig geklärt. Danke. Und ja, spannende Einblicke und auch der Punkt, den du gesagt hast, Wiebke, auch dieser Prozess, sich als Hochschule selber auch Orientierung zu schaffen, indem man sich damit auseinandersetzt, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger. Aber da würde ich nochmal an dich geben, Florian, weil ihr ja über den Stifterverband auch mit unglaublich vielen Hochschulen zu tun habt, die im Bereich Future Skills sich positionieren möchten, sich auf die Suche machen nach Orientierung. Und auch schon, ja, ihr habt natürlich auch ein eigenes Framework. Ich sage immer, die Hälfte der Hochschullandschaft liebt das Framework des Stifterverbands, die andere hasst es. Aber das ist auch ganz gut, es macht Furore sozusagen. Ich war neulich an einer Hochschule für eine Beratung, die sich mit Future Skills unter anderem auseinandergesetzt haben. Die haben netterweise das Future Skills Framework des Stifterverbands als Grundlage genutzt. Dann habe ich einfach nur die Frage gestellt, habt ihr das mal in Frage gestellt in Bezug auf euer Hochschulprofil, eure hochschulischen Zielsetzungen, in Bezug auf das Identifikationsmoment, dass nicht der Stifterverband ist, sondern dass die eigene Institution der eigene Fachbereich ist. Das ist absolut zentral, auch im Sinne von einem Kulturwandel, diese
Ansätze mitzunehmen. Das glaube ich wirklich sehr, sehr wichtig. Die guten Ideen, die in unterschiedlichen Konzepten drinstehen, ich glaube auch der Stifterverband hat da gute Ideen mit eingebracht, nutzen, um es dann auf den eigenen institutionellen Kontext so anzupassen, dass es wirklich Identitätsfunktion ermöglicht. Das ist das eine. Und ein ganz wichtiger Aspekt, kam schon im Chat auf, die Frage ist, sind das nicht always, worüber wir reden? Und ich finde, das macht ja auch ihr, Ulf und Laura schön. Wir haben zum Beispiel das Thema KI. Und ich rede immer über, wir brauchen KI-Kompetenzen. Am Ende des Tages müssen wir uns damit auseinandersetzen, welche der Kompetenzen wir schon kennen und die wir vielleicht noch nicht kennen, besonders relevant sind in Zukunft. Das sind nicht alles neue Kompetenzen, sondern das sind sehr wohl ganz viele Teilaspekte, die schon lange wichtig sind, vielleicht noch nicht genug Wege in die Hochschuldidaktik gefunden haben. Aber es geht überhaupt nicht darum, diesen Diskurs und Future Skills, ob es jetzt ein bildungstheoretischer Diskurs ist, ein bildungspolitischer Diskurs ist, die Vergangenheit komplett beiseite zu wischen. Es geht darum, sie so zu integrieren, dass sie zukunftsadäquat Orientierung gibt, damit Hochschulen auch wirklich in Bewegung kommen. Da hilft es manchmal, bildungspolitische Begriffe, für mich ist Future Skills vor allem ein funktionierender bildungspolitischer Begriff, nutzbar zu machen und Veränderungen in Strukturen zu erzeugen. Aber es ist gleichzeitig wichtig, dass das Wichtige, was als Grundlage schon da ist, nicht außer Acht gelassen wird. Dafür, letzter Punkt dazu, Wiebke und Laura waren ja dabei gestern, haben wir zum Beispiel gestern die Career Services und die Zentren für Schlüsselkompetenzen von ganz vielen Hochschulen in Nürnberg zusammengebracht, die so viel Erfahrungswissen bringen. Das sollte nicht dazu führen, dass man sagt, wir machen das doch alle schon seit 20 Jahren, das haben wir kein Problem. Das sollte dazu führen, dass man sagt, wir haben viele Erfahrungen gesammelt, wir haben Fehler gemacht, wir haben gute Beispiele entwickelt und wir müssen jetzt schauen, was wir eigentlich in den nächsten 5 Jahren relevant und da auch nochmal neu skizzieren und aushandeln, was wir dafür brauchen. Und dafür ist entscheidend, dass man sich institutionenübergreifend zuhört, inspirieren lässt und das dann wieder auf die eigene Einrichtung überträgt. Ja, Netzwerk ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt, wo wir heute natürlich auch dran sind. Wir sprechen heute miteinander. Und was du auch gesagt hast, da musste ich auch gerade lachen, das Thema Vergangenheit bei Future Skills. Das hatten wir auch mal in dem Workshop, Ulf. Da hat jemand gefragt, brauchen wir denn nicht auch Past Skills? Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Und die sind wahrscheinlich sogar Future Skills. bei dem Thema Orientierung sind wir natürlich auch schon bei einer Herausforderung, die sich Hochschulen stellt. Also irgendwie müssen sie sich positionieren und irgendwo ansetzen, um das Ganze irgendwie greifbar zu machen, handhabbar und dann idealerweise natürlich auch in alle möglichen Bereiche, in die Lehre, in die Governance und so weiter reinzubringen. Noch ist es aber nicht so weit, dass Future Skills überall sind und jeder Student, jede Studentin Future Skills erlernen kann, tut es wahrscheinlich, aber noch nicht ist es immer explizit. Deshalb ist die Frage, die ich jetzt mal in die Runde stellen möchte, was sind denn eigentlich jetzt die Herausforderungen, mit denen wir da konfrontiert sind? Was hindert uns denn gerade daran, Future Skills überall reinzupacken. Genau. Ja, also ich würde eine Herausforderung in der fehlenden Akzeptanz des Future Skills Ansatzes sowohl bei Lehrenden als auch auf unterschiedlichen Leitungsebenen sehen. Und ich denke, Akzeptanz kann man gut schaffen durch sehr überzeugende empirische Evidenz. Und genau hier fehlt es an vielen Stellen noch, was ja auch von KritikerInnen stark bemängelt wird. Aber das kann man natürlich auch nicht nur dem Future Skills Ansatz anlasten, denn die Studiengangs- und Curriculumsentwicklung im Hinblick auf Future Skills steht eben noch relativ am Anfang. Vielerorts hat sie noch gar nicht stattgefunden und die Forschung steckt eben auch noch in den Kinderschuhen. Ich denke, ganz wichtig wäre es so für die Forschungsagenda, dass wir Lehr- und Prüfungsinnovationen viel stärker evaluieren. Irgendwann müssen wir auch mal dahin kommen, Evidenz für Evidenz zur prognostischen Validität zu bekommen. Das heißt, wir müssen zeigen, dass der Erwerb von Zukunftskompetenzen tatsächlich auch positive Effekte hat für Unternehmen, Organisationen, die Gesellschaft, aber auch für individuelle Lernbiografien. Und für all das brauchen wir natürlich auch valide Messverfahren. Und da liegt natürlich auch noch ein ganz großer Berg Arbeit vor uns. Und last but not least würde ich auch gerne noch nennen, dass wir auch Anforderungsanalysen für andere Berufsfelder brauchen, zum Beispiel das Feld Gesundheit, Pflege. Denn der Fokus der Studien und auch der Modelle lag bislang doch sehr stark auf so technologie- und wirtschaftsnahen Branchen. Ich mache vielleicht mal weiter. Also ich knüpfe auch nochmal an das, was du gesagt hast, David. Also die
In meinem Kolleginnenkreis, da ist es oft so eine Frage, Mensch, brauchen wir diese Skills oder müssen wir nicht eher Wissen vermitteln? Also das ist oft so ein Gegeneinander eigentlich in der Hochschule. Und wir versuchen das eigentlich immer aufzulösen, indem wir sagen, wir brauchen eigentlich auf jeden Fall Wissen. Denn als Hochschulen können wir das exzellent, ja, wir können exzellent unser Curriculum vermitteln. Darin sind wir richtig gut. Wir haben ein ganzes Regime dafür aufgebaut, das Curriculum zu vermitteln, zu prüfen, in kleine Häppchen und auch Stützkurse und so weiter darzubieten. Und das ist wirklich eine Kernkompetenz, ja. Aber viele Studierende kommen dann und sagen, naja, aber wo lerne ich denn jetzt mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen? Und dann gucken wir uns an und denken, ja, stimmt. Also wie kriegen wir das da rein? Dieses integrative Denken, Future Skills tief integrieren in das, was wir in der Hochschule vermitteln. Also Wissen, und dafür eignet sich eigentlich dieser Future Skills Begriff, den wir auch jetzt in den letzten 6 Monaten hier in unserem kleinen Autorenkollektiv hin und her bewegt haben. Und da kristallisiert sich schon sehr, sehr stark raus, dass Future Skills immer so ein Dreiklang eigentlich ist. Also das fängt an mit Wissen und es braucht auch Erfahrungen und Fertigkeiten, aber es braucht eben auch die Werthaltung. Und das drei muss zusammenkommen, diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Und über Werthaltung etwas zu lernen oder über seine eigenen Werthaltungen etwas zu lernen, das braucht tiefe Reflexion, das ist anstrengend, das ist nicht was, was man im Lehrbuch lesen kann, sondern da muss man selber sozusagen sich auf den Weg machen, auf den inneren Weg gewissermaßen. Und daher brauchen Studierende da auch Begleiterinnen und Begleiter dabei. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese drei Dinge zusammennehmen und eben auch in dem, was wir als Währung der Hochschule herausgeben, in den Zeugnissen, in den Zertifikaten, in den Prüfungen auch verankern und wertschätzen. Sonst sagen die Studierenden, naja, ihr redet immer davon, aber am Ende des Semesters taucht das gar nicht mehr auf. Und das geht auch nicht. Und das ist ganz wichtig, diese integrative Sichtweise. Und die setzt sich immer mehr durch. Und das ist ein wirklicher Hoffnungsschimmer. Vielleicht oder Wiebke. Kann ich da auch nochmal? Ja. Ist richtig. Also, aber ich finde, du hast gefragt, was hindert uns? Und ich finde, daran anknüpfend, was du gesagt hast, ich finde, worin wir richtig gut sind, ist Wissen abzufragen. Also, wenn man es mal ganz gezielt sagt. Was du aber gerade gesagt hast, ist, wir brauchen ja nicht nur Wissen, wir brauchen ja auch noch die anderen zwei, Fähigkeiten und Werthaltung. Und dann muss man ja rückfragen, okay, und was verhindert, dass wir die lernen oder dass Studierende die erwerben? Wir machen nicht das Richtige, offensichtlich. Und wenn wir nur die eine Ebene ansprechen, wir verlieren die beiden anderen dann ja aus dem Blick. Also allein in der Konstruktion der Lernprozesse und ja auch der Bewertung am Ende liegt schon dann ein Problem. Also das funktioniert, auch Wissen muss man natürlich irgendwie abprüfen, völlig in Ordnung, können wir einen Haken dran machen, das können wir integrieren. Die beiden anderen sind aber wesentlich komplexer und deswegen brauchen wir ganz andere Lernsituationen, Lernprozesse, nämlich erstens solche, die uns auch wirklich in Handlung setzen. Also wir machen das ja, ne? Ihr macht das an der DRBW, wir machen das in Kiel auch im ZFS. Es muss Handlung passieren, damit ich Handlungsfähigkeit erwerben kann. Und das Dritte ist die Werthaltung. Wir müssen also viel mehr auch Reflexion betreiben, denn es ist auch nicht trivial. Das ist nichts, was man so einfach kann. Das kann man auch lernen. Und dann müssen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, auch die Prüfungen natürlich genauso konstruieren. Und dann sind wir wieder bei dem, kennen wir alle, kompetenzorientierten Prüfen. Auch das ist noch verhindert, wird noch verhindert durch was auch immer, dass wir das tun. Ich glaube, wir befürchten gerne, wenn ich darf, Laura. Ja, let's go. Ein Aspekt für mich ist aber auch, um es mal ketzerisch auszudrücken, wir finden auch oft zu viele Ausreden, um es nicht zu machen. Ein Beispiel ist, ich war neulich in der Ringvorlesung zum Thema Technikfolgenabschätzung, eine Vorlesung. Die ist frontal, ich gebe 1,5 Stunden Input und nach einer halben Stunde habe ich die Dreistigkeit besessen, die Ingenieurstudierenden zu fragen, ob sie mal untereinander reflektieren können, welche Auswirkungen KI eigentlich auf ihre Arbeit in Zukunft hat. Man komplett überfordert. Das ist nicht schlimm, weil sie wissen es einfach nicht besser und sie haben sich anders kennengelernt. Aber wir müssen nicht darauf warten, dass wir neue Prüfungsordnungen haben oder neue Lehrarchitekturen schaffen. Oft sind es ganz kleine Anpassungen in der Hochschullehre, die sich zum Beispiel schon tief mit dem Thema Lehrteilteilen auseinandersetzen können, ohne in groß die Dinge zu verändern. Und dazu möchte ich einfach auch nochmal anregen, nicht immer nur die großen Veränderungen in den Vordergrund zu stellen, sondern ganz wichtig ist es auch pragmatisch loszulegen,
einen, da kann schon etwas extrem erreicht werden. Ganz wichtiger Punkt, Florian, glaube ich. Wir hatten ja gestern auch bei euch beim Netzwerktreffen eine Diskussion, wie machen wir es den Lehrenden leichter, da einzusteigen bei Future Skills. Und es ist natürlich so, wir würden nicht über Future Skills reden, wenn wir wüssten, wie es aussieht, also wie die Lösungen sind für die Herausforderungen, die sich uns gerade stellen. Genau dafür brauchen wir ja Future Skills, dass wir irgendwie uns durchwurschteln können gemeinsam und irgendwie versuchen können, zumindest Lösungen auszuprobieren, die wir noch nicht kennen, weil wir die Probleme noch nie gehabt haben, um dann irgendwie voranzukommen. Das ist natürlich irgendwie was, das ist nicht besonders befriedigend, das kann auch ein bisschen schmerzhaft sein, aber genau deshalb versuchen wir eben zusammen da einen Weg zu finden und da sind eben Future Skills ein Ansatzpunkt, wie man denn ja, mit diesen emergenten Zukünften umgehen kann. Maya Göpel hat es vorhin übrigens auch gesagt, Future Skills helfen uns irgendwie aktiv zu werden oder AgentInnen zu werden, um ja, Zukünfte mitzugestalten. Das ist so das Ziel, glaube ich, das wir uns hier stellen. Genau, David, ihr habt ja tatsächlich an eurer Hochschule versucht, Future Skills irgendwie in die Breite reinzubringen, ne? Was waren da die Herausforderungen, die euch da begegnet sind? Also ganz persönlich, ich habe, also wie beantworte ich diese Frage? Wir haben in der Universität Marburg einen neuen Studienbereich, den Mars Skills Studienbereich, etabliert zum Wintersemester 2022-2023, wo Studierende unter anderem die Möglichkeit haben, in interdisziplinären oder auch transdisziplinären Lehr-Lern-Settings möglichst selbstbestimmt unter der Idee der Kompetenzförderungen eigene Projekte zu bearbeiten, Themen zu setzen, die im weitesten Sinne mit Herausforderungen unserer künftigen Gesellschaft zu tun haben. Ich selbst bin in der Lehre auch jenseits der Universität seit über 10 Jahren aktiv, sehr viel Sprachlehreunterricht gemacht, ist dementsprechend sehr viel Wissen vermittelt, war danach in der politischen Bildung tätig, wo auch Handlungsorientierung ein bisschen meine Rolle spielte. Allerdings die klassische Kompetenzorientierung und dieses sogenannte Shift from Teaching to Learning hat auch mich vor Herausforderungen gestellt, wie viel Spiel- oder Handlungsraum gebe ich jetzt meinen Studierenden zur Verfügung, wie viel Unterstützung brauchen sie parallel, was heißt eigentlich wirklich kompetent zu handeln, also muss ziemlich tief in die Kompetenztheorie reingehen, um von dem Verstehen bis hin zum Erschaffen diese 6 Schritte Kompetenzniveaus zu durchdringen und darauf aufbauend mich zu fragen, wie designe ich sozusagen ein Lehr-Lern-Setting, das dem möglichst Rechnung trägt. Wie sind die Erfahrungen da gewesen? Eigentlich erstaunlich gut. Die Studierenden sind willens und per se fähig, eigenständig zu handeln und Themen zu setzen. Also unser Marburg-Modul, wo das unter anderem stattfindet, wird eigentlich sehr positiv aufgenommen. Wir hatten verschiedenste Themen von KI über, was hatten wir, Arbeit, Antirassismus, soziale Gerechtigkeit. Und das ist jetzt im zweiten Durchlauf gewesen und erstaunlich gut. Meine Kolleginnen aus der Hochschuldidaktik betreuen das, bilden auch Lehrende in dem Bereich fort. Also wenn man solche Strukturen schafft oder den Mut hat, sie zu schaffen, was ja auch ein riesiger Akt ist in Hochschulen, das sind ja mitunter langsame Tanke, die sich nur sehr schwerfällig bewegen, kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, war mehr als lohnenswert, das mal zu probieren. Gute Nachrichten, würde ich sagen. Und ich freue mich auch, weil wir diskutieren gerade miteinander. Und wir freuen uns jetzt aber auch, dass unser Stuhl einen Gast hat. Hallo Ann-Kathrin, steig ein in die Diskussion. Ja, vielen Dank. Ich dachte, ich breche mal das Eis, weil ich das gerade sehr spannend fand. Laura, du hast gesagt, dass, jetzt mal ganz runtergebrochen formuliert, das Ziel von Future Skills ist quasi, wir wollen Change Agents werden für Probleme, die wir noch nicht kennen. Und gleichzeitig, und ich stimme dem total zu, und gleichzeitig sagte Florian, wir können ja ganz klein anfangen, mit kleinen Veränderungen. Und jetzt würde mich mal interessieren, und ich frage das jetzt bewusst ketzerisch, glaubt ihr, dass dieses große, ja auch zukunftsverändernde Potenzial von Future Skills, dass dieses große Konzept, dass wir das in den jetzigen Strukturen an Hochschulen, in dem Bildungssystem, wie es ist und wie wir es alle kennen, auch ein bisschen lieben, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig finden, glaubt ihr, dass das möglich ist mit kleinen Veränderungen? Oder müsste man nicht sagen, das ist jetzt der Moment, wo wir das Bildungssystem grundsätzlich neu denken, um genau dahin zu kommen? Also da würde ich Maya Göpel folgen und sagen, wir brauchen die Vision, also die großen Ziele und dann brauchen wir die kleinen Schritte. Also insofern, Florian hat schon recht, das ist
beides ist glaube ich, sinnvoll. Und ja, ich habe auch Frust oft, weil dieser Tanker so unheimlich schwerfällig ist und ich mit meinem kleinen Gummiboot dagegen fahre. Und dann, aber neulich sagte jemand zu mir, naja, die Physik sagt, aber je öfter wir dagegen fahren, dann können wir auch mit kleinen Gummibooten den Tanker bewegen. Also das finde ich ein gutes Bild. Insofern ist das, glaube ich, beides wichtig. Wir brauchen die große Vision, um die Richtung zu haben. Deswegen sind die Future Skills auch auf diese Werthaltung, finde ich, so aus. Und wir brauchen auf der anderen Seite eben auch die Schritte. Und wir haben zum Beispiel in der Future Skills Journey vom Stifterverband auch, Florian, kannst du vielleicht auch nochmal von erzählen, aber genau diese Frage auch, wie können wir denn jetzt quasi Future Skills Organisationen schaffen? Und zwar nicht mit so, ja, die Zukunft, ne, die Universität der Zukunft und da hinten in 40 Jahren sieht sie dann so toll aus und wunderbar, sondern wie kriegen wir das vielleicht auch wirklich in Schritten, so eine Art Maturity-Modell? Erster Schritt, ja, ist schon gut, wenn man mal drüber geredet hat. Was denken wir denn, was Future Skills sind? Und zweiter Schritt kann dann sein, okay, wir implementieren, was wir hier an diesem Standort brauchen und so weiter. Also man kann, finde ich, beides tun und dann wird was draus. Und da muss man schon, Maya Göbel hat das auch gesagt, sehr hartnäckig sein und nicht den Mut verlieren und sich mit guten Peers zusammentun, um genau in diese Richtung dann zu kommen. Ja, und ich möchte da noch was hinzufügen. Ich sehe Hochschule und bin auch Vertreter oder auch Mitglied dieses Systems in einer Weise, wo ich denke, wir sind die Hochschule letztendlich. Du ja auch, wir auch alle. Und so wie wir heute miteinander Lehre machen, wie wir mit unseren Studierenden zusammen sind, das ist die Entscheidung, beziehungsweise die Konsequenz der Entscheidung, die wir vor 3, vielleicht 5 Jahren getroffen haben. Und wenn sich das in Zukunft ändern soll, dann müssen wir halt andere Entscheidungen treffen. Und darin liegt für mich immer so eine Wahrheit und eigentlich auch ein Aufruf dazu, diese Selbstverantwortung auch wahrzunehmen, in die Hand zu nehmen tatsächlich und heute aufzubrechen und das wirklich zu tun. Ganz viel Chancen, finde ich, liegt auch immer im Bereich der Subversion. Ja? Also zwischen dem, was alles erlaubt ist, ja, und dem, was wir gerne tun würden, ist immer noch eine ganz große Lücke. Ja? Also da kann man immer noch ganz stark loslaufen. Und ich war selber mal Vizepräsident, habe eine Hochschule gegründet und weiß um diese Spielräume sehr, sehr gut Bescheid. Und es ist wirklich ein Aufruf, das zu nutzen, weil es wird immer dringender und drängender. Nicht nur, weil die Gesellschaft komplexer wird, sondern auch, weil Studierende zunehmend mehr danach fragen. Das ist ein richtiges Nachfragen, es ist ein richtiges Bemühen davon, im eigenen Leben noch zusätzlich einen tieferen Sinn und eine tiefere Richtung zu entdecken. Und das erlebe ich zumindest so bei unseren Studierenden. Und deswegen, finde ich, haben wir eigentlich keine Alternative zu dieser Frage. Aber die Frage finde ich sehr, sehr gut, um dann zu so einer Antwort zu kommen. Und ich glaube, es sind genau die beiden Sachen, die wir brauchen, ne? Die kleinen Schritten mit irgendeiner Vision und irgendwann anfangen, aber mit Mut und Optimismus und guten Leuten um sich herum, um sich das zumindest mal zu trauen und vielleicht auch mal auf die Nase zu fallen. Genau, ich würde jetzt mal in den Chat gerne gucken, was da an Diskussionen los ist und vielleicht auch an Fragen. Kannst du mich denn hören? Oh, ja. Es pfeift. Vielleicht muss ich woanders hinkommen. Kommt zu euch. Ganz kurz. Also zum einen, und vielleicht wurde das schon angerissen, aber zum einen gab es die Bitte, ein bisschen zu erläutern, wie Lehrende dabei unterstützt werden können, Future Skills in ihre verschiedenen Fächer zu integrieren, also auch aus einer didaktischen Perspektive, ob ihr darüber ein bisschen sprechen könnt. Und dann gab es eine Frage zu Messinstrumenten, denn wenn man etwas integrieren will, dann muss man auch wissen, was und welche Messinstrumente es gibt im Kontext der Future Skills. Und ich zitiere, was kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt einen der Future Skills beherrsche, woher wissen wir, dass das langfristig hilft? Ja, und vielleicht steigt ihr da erstmal ein. Das sind wild diskutierte Fragen, ne, die uns auch immer gestellt werden. Ulf, möchtest du zum Thema Messung? Ja, also genau, zum Thema Messung. Es gibt schon lange einen Diskurs über die Frage, wie man gutes Assessment gestaltet. Und wir alle kennen verschiedene Formen des Assessments, schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung. Und wir sind da richtig gut drin, auch als Hochschule die durchzuführen und auch in Massen durchzuführen. Und in dem Diskurs über Assessment gibt es eben nicht nur
diesen Weg Assessment of Learning, also Assessment von dem durchzuführen, was man gelernt hat, sondern auch Assessment as Learning zu begreifen. Also die Vorstellung, ja, die jetzt mal ganz banal formuliert hinter Google steckt, ja, mit dem Perpetual Better Status. Also in dem Moment, in dem ich etwas lerne, sozusagen transformiere ich mich als Person in einen anderen Zustand. Und es gibt eigentlich niemanden anders als mich selber, der darüber Auskunft geben kann. Aber das muss gelernt werden, ja, dieses Assessment as Learning, als Lernmethode gewissermaßen, ja. Also in der Theorie des selbstgesteuerten Lernens heißt das, die eigene die Fähigkeit zur Diagnose des eigenen Lernfortschritts zu haben. Es ist in der Erziehungswissenschaft kein unbekanntes Modell. Aber es ist natürlich etwas, was in dem Hochschulregime schwer zu beobachten ist. Ja? Also man kann da schlecht eine Nachkommastelle der Note dran machen, wenn jemand Assessment as Learning betreibt. Und daher ist es schwer zu operationalisieren. Trotzdem brauchen wir Mut und wir brauchen Vertrauen in Studierende, dass sie das können, wenn wir ihnen das übergeben. Und wir machen das, wir alle, also viele von uns machen das immer mehr. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also eine Hochschule ohne Future Skills gibt es gar nicht, genauso wie es auch eine Organisation ohne Kultur nicht gibt. Ja? Also eine Hochschule ohne Future Skills gibt es nicht. Wir müssen nur die Kolleginnen und Kollegen, die Studierenden, die Lehrenden entdecken, ja, die sich auf den Weg gemacht haben, unter anderem eben auch in solchen Formen des Assessments, die es gibt, die gut beschrieben sind, die man lernen kann. Vielleicht auch noch zu der Frage der Didaktik, wenn ich darf. Also wie kann man das in die Lehre integrieren? Beziehungsweise, ich würde sagen, wir könnten noch mal einen Schritt zurückgehen, um das auch diese Brücke zu schlagen. Das ist ja so unheimlich schwierig. Ne? Wir kommen jetzt auf Lehrende zu und sagen, ja, das sollst du jetzt auch noch machen. So fühlt es sich jedenfalls häufig für die Lehrenden an. Und die wissen aber gar nicht, wie. Und das ist ja genau die Frage, ne? Wie soll ich das machen? Deswegen vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube, es gibt eigentlich grundsätzlich drei Zugänge. Und der integrative, wie ich ihn nennen würde, nämlich sozusagen in der Fachlehre integriert, reden wir und arbeiten wir auch an unseren Future Skills, der ist sozusagen die höchste Form der Kunst. Davor gibt es aber noch zwei andere und die sollten wir vielleicht auch als Hilfsmittel und als Brücke nutzen. Und das ist einmal der additive Weg und der kooperative Weg, so würde ich das sagen. Additiv, das sind unsere Zentren für Schlüsselkompetenzen ganz häufig. Da holen wir die Lernenden aus ihren Fachkontexten heraus, geben ihnen ECTS-Punkte, darum geht es gar nicht. Ne? Also, aber wir bringen sie in eine andere Lernsituation, die dann auch noch schönerweise interdisziplinär ist. Da sitzen sie dann alle zusammen. Und wir nehmen sie mal raus für einen Moment. Das schafft Blickwechsel, also Perspektivenwechsel, das schafft ganz viele Vorteile. Man lernt andere Kulturen kennen, also Fachkulturen, und kann sich mal wirklich intensiv diesen Themen widmen, der eigenen Entwicklung. Das ist also ein wunderbarer Weg. Man kann das auch abgeben. Und da haben wir sie alle, diese Zentren für Schlüsselkompetenzen, diese Career Services, die sich ja darum drehen. Die dürfen wir gerne nutzen und dürfen die auch gerne fördern und noch ein bisschen mehr dafür tun, dass die auch super arbeiten können. Nur mal am Rande. Und das andere ist der kooperative Weg. Wir haben das auch schon gemacht an der CAU, dass uns Fachmenschen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir würden gerne mal diese und jene Schlüsselkompetenz haben bei uns in unserem Masterseminar Lebensmitteltechnologie. Könnt ihr nicht kommen und bei uns mal Beispiel populärwissenschaftliches Schreiben? Weil wir brauchen das. Wir brauchen diese Übersetzung der Wissenschaftssprache in die Industrie. Macht ihr das doch, weil wir können das irgendwie nicht so gut, wäre doch ganz schön. Und das ist ein super Effekt, weil das auch wieder den Perspektivenwechsel der Studierenden, aber sehr fachnah ermöglicht. Und das wird funktioniert und es ist eine gute Möglichkeit, auch das abgeben zu dürfen, aber doch irgendwie zu integrieren. Also das ist so ein Zwischenweg und ich würde alle drei unbedingt empfehlen. Und dann haben wir schon zwei Hilfsmittel und können dann auf dem Weg zur Königsdisziplin weiterlernen. Wunderbar. Ich hätte dazu eine kleine Ergänzung, wenn ich darf. Was ganz wichtig ist, was Wiebke gerade gesagt hat, quasi, wie kann man die Dinge auch integrativ denken, in die Lehre hineinbringen. Ein Aspekt, den wir auch gestern diskutiert haben, der natürlich durch das KI-Campus auch besonders umtreibt, ist, wie kann man auch von der Expertise profitieren, die andere haben. Das ist nicht nur quasi das Zentrum für Schlüsselkompetenz an der eigenen Institution, sondern das sind Lehrende an anderen Institutionen. Es gibt so viel Inspiration, von der wir profitieren können, und so viel guten, hochwertigen Content, so viele Methoden,
Leitfäden für gute Lehre, die Institutionen und einzelne Lehrer unterstützen können. Und da haben wir, glaube ich, auch noch einen großen Weg vor uns. Es gibt hervorragende Initiativen wie AK NRW zum Beispiel, die auch eine Bühne haben auf dem University Future Festival, die ganz stark auf eine Bildungsressourcen auch voranbringen. Und das ist bei Future Skills einfach auch wichtiger denn je, in der Dynamik, wie sich Dinge auch entwickeln, immer wieder auch außerhalb der eigenen Bubble und des eigenen Elfenbeinturms zu gucken, was haben denn andere schon Tolles gemacht, was ich vielleicht kopieren kann, um einfach kleine Ergänzungen zu meiner Lehre vorzunehmen. Das, was du ansprichst, zeigt auch irgendwie, dass dieses Thema Future Skills natürlich mit super vielen Bereichen zusammenhängt. Ne? Also wir können nicht nur Richtung Future Skills gehen, sondern wir müssen auch diesen Bereich des Teilens, des Miteinander Kooperierens, des Unfertigen vielleicht auch Teilens angehen. Und da gehen wir natürlich in die Gesamttransformation der Hochschulen. Ulf. Ja, es gab ja im Chat noch einen weiteren Punkt gerade. Wie können wir sicher sein, dass die Future Skills, die wir uns ausgesucht haben, auch in Zukunft noch wichtig sind? Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, auch oft gefragt werden in der Arbeit mit Hochschulen. Wir können da natürlich nie sicher sein, genauso wie wir auch nie sicher sein können, dass das, was wir jetzt als Curriculum haben, möglicherweise irgendwann nicht mehr oder doch noch wichtig ist. Diese Unsicherheit besteht immer. Aber ich finde es immer eine gute Gedankenfigur, den Spieß nochmal umzudrehen und zu überlegen, wie einfach wäre die Hochschule, wenn wir wüssten, was in 2035 oder 2040 auf uns zukommt, wie unsere Gesellschaft aussieht, was die Problemlagen sind, dann könnten wir unsere Studierenden exakt genau darauf vorbereiten. Wissen wir aber leider nicht. Das heißt, wir müssen gut darin werden, Methoden zu entwickeln. Und das ist ja unser Gebiet als Wissenschaftsinstitution, Methoden zu entwickeln, die Zukunft zu antizipieren, Zukünfte zu entwickeln. Und nichts anderes ist Future Skills Forschung am Ende. Plausibilisierung davon, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Und wir nennen das, wenn wir Hochschulen beraten, Future Skill Literacy zu entwickeln. Das klingt ein bisschen holprig sozusagen, weil das eine Doppelung aller möglichen Konzepte enthält. Aber es geht eben darum, Institutionen, Organisationen in die Lage zu versetzen, dies zu tun, methodisch, systematisch, nachvollziehbar für diejenigen, die in dieser Organisation Mitglieder sind, auch plausibel am Ende des Tages. Da sind wir auch bei einem Thema in die Lage versetzen, dies zu tun. Viele tun ja schon etwas, der nächste Schritt wäre dann das sichtbarer machen. Und da sind wir bei dem Thema, wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus an Hochschulen? Wie viele Future Skills sind da schon? Wie viele Future Skills stecken vielleicht auch in den einzelnen Fachdisziplinen? Und da würde ich mal an dich geben, Nina, weil ihr habt dazu am CHE eine Studie gemacht. Ja, genau, Laura. Und zwar haben wir unsere Professorinnenbefragung im Rahmen des CHE-Rankings auch einmal dafür genutzt, die Frage zu beleuchten, ob die von ArbeitgeberInnen in vielen Studien geforderten Future Skills tatsächlich auch schon so in der Hochschullehre gefördert werden, und wollten dabei auch die Frage beantworten, wie es in den einzelnen Fächern aussieht. Wir haben hier Florian, euer Modell vom Stifterverband und McKinsey so als Grundlage für unseren Ansatz gewählt und haben bislang Daten von über 6.500 ProfessorInnen vorliegen. Es folgt jetzt noch eine weitere Erhebungswelle im Herbst, sodass wir dann auch hoffentlich für alle großen Fächer an deutschen Hochschulen Daten vorliegen haben. Ja, und vielleicht mal so drei Kernergebnisse. Wir finden bislang, dass also so eine Handvoll an Future Skills, die in allen untersuchten Fächern bereits sehr stark gefördert werden. Also dazu gehört zum Beispiel das kritische Denken, die Problemlösekompetenz, die Selbstorganisationskompetenz und auch die Lernkompetenz. Aber wir finden auf der anderen Seite auch, dass ein Großteil der untersuchten Future Skills noch stark fachabhängig gefördert wird. Also dazu gehört etwa die Entscheidungskompetenz, die Kommunikation, Innovationskompetenz oder auch Kollaboration oder Teamwork. Und interessant ist auch, dass Digitalkompetenzen im Vergleich zu einigen Nicht-Digitalkompetenzen noch insgesamt deutlich seltener gefördert werden. Aber auch hier gibt es interessante Fächerunterschiede. Informatik steht zum Beispiel hier schon sehr gut da. Ist natürlich auch nicht so verwunderlich, weil man hier sagen kann, dass Digitalkompetenzen ja auch im Prinzip schon fachimmanent sind in diesem Fach. Genau, und wir sind dann auch so weit gegangen, dass wir so Future Skills Profile für die einzelnen Fächer erstellt haben. Und hier sieht man sehr schön,
dass die Fächer noch unterschiedlich weit sind in der Implementierung von Future Skills in die Lehre. Und die Profile passen aber auch sehr schön so zu den Fachcharakteristika. Also wird etwa Entscheidungskompetenz in der Rechtswissenschaft besonders gefördert, Innovationskompetenz im Fach Wirtschaftsingenieurwesen, Dialog- und Konfliktkompetenz in der sozialen Arbeit oder interkulturelle Kommunikation in der Pflege. Also insgesamt sehen wir, dass an den Hochschulen schon deutlich etwas passiert, aber es gibt eben noch ganz viel Luft nach oben auch. Aber schon mal ermutigende Einblicke und wie gesagt, dieses Thema, darüber ins Gespräch zu kommen, was ist denn auch schon da und wie können wir das vielleicht noch stärker bringen, ist ein ganz guter Ansatzpunkt. Genau, wir laden übrigens auch nochmal herzlich ein. Ulfs rechter Platz ist leer. Man kann noch in die Diskussion einsteigen. Und laden herzlich dazu ein und möchten uns nochmal der Frage widmen, wie geht es denn jetzt weiter? Also wir haben die Herausforderungen schon mal ein bisschen beleuchtet. Wir haben geguckt, wie sieht es denn aktuell aus an Hochschulen und wollen nochmal einen Blick ein bisschen in die Zukunft wagen. Was muss denn jetzt eigentlich geschehen, damit Future Skills weiter in die Breite gebracht werden können und wir das Ganze auch verstetigen können an Hochschulen? Wie kann uns das eigentlich gelingen? Wer hat Ideen? Also ich kann gerne anfangen. Wir glauben, es braucht eine Allianz für Future Skills oder sogar mehrere Allianz für Future Skills. Deswegen hier auch der herzliche Aufruf, sich daran zu beteiligen. Das ist Teil der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbands. Was dabei sehr zentral ist, und diese Frage kam auch im Chat von Kevin Saukel, ist quasi aus dem Bottom-up-Ansatz auch sich zu überlegen, was sind eigentlich die Top-Down-Rahmenbedingungen, die Strukturen man braucht. Wie gesagt, Future Skills ist ein möglicher bildungspolitischer Begriff und Ansatz, um Rahmenbedingungen einfach zu verändern. Das beginnt bundespolitisch bei zum Beispiel programmatischen Rahmen, das ist natürlich insbesondere landespolitisch, Teil der Hochschulpolitik und Teil der Hochschulentwicklungspläne, die abgeschlossen werden mit den Ministerien, um dort Freiräume zu schaffen, auch Freiräume zu vereinbaren in der Auseinandersetzung der einzelnen Hochschule mit dem Thema Future Skills. Ist extrem wichtig. Was wir gerade gelernt haben, eben von den unterschiedlichen Hochschulen, ist, dass es unglaublich vielfältig ist, welche Rahmen schon da sind, welche nicht. Ich kann zum Beispiel empfehlen, mal mit der Humboldt-Universität zu Berlin zu sprechen, die einen sehr großzügigen Rahmen hat im Wahlpflichtbereich. Nils Pinkwart war ja gestern auch auf einer Bühne in Berlin. Aber auch viele weitere Akteure, wie Düsseldorf zum Beispiel. Es gibt viele Akteure, die haben selbstbewusst einen breiten Rahmen ausgehandelt, der dann aber wiederum Flexibilität ermöglicht. Weil was ganz wichtig ist, so stolz ich auf unser Future Skills Konzept bin und auf die anderen, die hier vertreten sind, am Ende des Tages sollten Lernende immer noch in einem gewissen Maße entscheiden können, worauf sie ihren Schwerpunkt setzen. Und das ist auch eine Frage der passenden Rahmenbedingungen, die man dafür setzt. Ein letzter Punkt noch dazu, wie es weitergeht. Als Stifterverband wollen wir auch Förderprogramme aufsetzen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und gerne gemeinsam mit euch und Ihnen schauen, dass das Bund und Länder genauso tun, um eben eine Dynamik zu erzeugen im Bildungssystem, die auch wir eigentlich haben. Ich würde da gerne noch was dazufügen. Was brauchen wir für Rahmenbedingungen? Wie schaffen wir es denn nun? Auch das ist etwas, was, glaube ich, sehr wesentlich deutlich oder viel deutlicher noch beschrieben werden muss. Und da müssen wir noch mehr aushandeln. Aber ich finde das richtig, was Kevin offenbar gesagt hat, dass wir durchaus im Moment sehr stark von Bottom-up arbeiten und uns immer überlegen, was sind die Begriffe, was sind die Konzepte und so weiter. Und das dann auch in unsere ja oft additive Lehre vielleicht reinbringen. Ne? Oder ihr macht es noch sehr viel integrativer. Aber was ist denn von Top-down eigentlich das, was da passiert? Und da finde ich das so sehr hilfreich, dass der Stifterverband sich da gerade so gut aufstellt. Wir brauchen eigentlich ja ganz viel auch strategische Setzungen. Wie ist eigentlich die Future Skills Strategie sozusagen? Die würde ich gerne mal sehen. Und was brauchen wir vielleicht auch für andere Rahmenbedingungen? Wir hatten eben schon das Thema kooperative Lehre. Ja, aber dann brauchen wir sofort Team-Teaching-Lösungen, die ganz viele ja schon lange fordern. Oder Florian hat gesagt, wir sollten doch bitte die tollen, auch in Schleswig-Holstein übrigens bestehenden digitalen Lernplattformen nutzen, die ja auch gerade mit dem Digital Learning Campus sehr deutlich in die Breite gehen und sogar raus aus den Hochschulen Bürger mit einbeziehen, Schüler, Schülerinnen mit einbeziehen. Und dann müssen wir aber ja digitale Lehre, finde ich,
doch nochmal deutlich anders in andere, bessere Rahmenbedingungen setzen und da mehr Möglichkeiten schaffen, auch Blended Learning Ansätze und so weiter. Eine transdisziplinäre Arbeit schafft sich eben auch nicht mal so eben. Da braucht man auch gute Rahmenbedingungen für. Insofern finde ich auch von oben müssten da wirklich mal ein paar strategische Pfeiler in die Erde gesetzt werden, damit sowas auch wirklich gefördert werden kann. Aber da ist mir noch zu wenig Drive, da bin ich dann wieder mit dem Gummiboot gegen den Tanker. Bettina, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Thanks for having me. Also ich habe jetzt versucht, verschiedene Anknüpfungspunkte mir rauszusuchen von dem, was ich gerade gehört habe. Also ich habe jetzt 12 Jahre in Australien an den Universitäten gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Und also eine ganz, ganz große Empfehlung ist erst einmal, dass man das alles viel selbstverständlicher sieht. Also jetzt nicht immer sagen, wir müssen Future Skills machen, sondern es ist einfach so. Ja, also es ist ganz selbstverständlich, wir sind nichts Besonderes, es gehört, ist Teil der Lehre und es wird einfach gemacht. Also ich kann das nur so mitgeben von dem Land, wo ich, wie gesagt, lange unterrichtet habe. Second ist sicherlich so, dass wir es auch anders nennen, wir nennen es nicht Future Skills, sondern eben Employability Skills oder Soft Skills oder in dieser Richtung 21st Century Skills, also dass man dort vielleicht die Selbstverständlichkeit mitbekommt, wenn ich nicht schon anfangen muss, wie wir gestern zum Beispiel, zu diskutieren, was heißt denn eigentlich Future Skills? Warum ist denn das Future? Warum nicht heute? Also dann fange ich ja schon an, mich vom Wesentlichen zu entfernen. Ja. Und da vielleicht das noch. Und drittens vielleicht noch ist dieses Top-Down. Also wir haben natürlich durch das andere Universitätssystem in Australien, weil es ja eben privat alles finanziert, beziehungsweise Studenten bezahlen, ihr Lernen, dass da Ansagen gemacht werden. Also Work-Integrated Learning ist einfach Part of the Deal. Jeder Kurs hat einen Praxisanteil, jeder Kurs an jeder Uni, 40 Unis haben wir, Hochschulen. Wir haben den integrativen Ansatz. Wir implementieren die Employability Skills im Curriculum. Ja, danke. Super, danke für die Inspiration. Wir haben nochmal 2 kurze Stimmen, bevor wir dann nochmal eine finale Runde gehen und einen schönen Blick in die Zukunft wagen. Ich gebe mal kurz an dich, Nina. Ja, ich hatte nämlich auch noch einen Punkt zu den Rahmenbedingungen. Ich denke nämlich, ganz wichtig ist es, dass auch irgendwie Akteure an den Hochschulen braucht, die Verantwortung für das Thema übernehmen. Und das kann zum einen durch so eine institutionelle Verankerung geschehen, also durch Teams oder Zentren mit Querschnittsfunktionen, aber auch Verbundprojekte. Beispiel ist das Projekt Future Skills Applied an den niedersächsischen Hochschulen. Aber es braucht, denke ich, auch so eine personelle Verankerung. Man sieht ja jetzt auch immer mehr, dass es so Professuren für Schlüsselkompetenzen gibt oder digitale Lehre. Also ich denke, davon brauchen wir noch viel mehr. Und eine Möglichkeit wäre eben auch, das Thema als Profilmerkmal der Hochschulstrategie zu verankern, sodass es eben auf Leitungsebene auch bei allen Entscheidungen mitgedacht wird. Um vielleicht noch mal ein bisschen Reibung zu erzeugen, ich würde Bettina dir doch widersprechen. Ich glaube, wenn es einen Ort gibt, um Konzepte grundsätzlich immer in Frage zu stellen, dann ist es die Hochschule oder die Wissenschaft. Ich würde auch in Frage stellen, ob Universitäten zwingend Change Agents werden müssen, um gesellschaftliche Probleme der Zukunft lösen zu müssen. Ich habe vor 2 Jahren mit Tobias Schmohl, der in dem Bereich Transdisziplinarität ja sehr viel forscht, diskutiert und zum anderen mit unserem Vizepräsidenten für Forschung Gerd Bange, die da hochgradig konträre Positionen eingenommen haben. Gerd Bange, der sagte, wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre Gott sei Dank verfassungsrechtlich abgesichert und sind damit in den letzten 200 Jahren gut gefahren, über Grundlagenforschung die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und Schmohl sagte, die Krisen sind gerade so groß, wir haben keine Zeit mehr, das auf diese Weise zu machen. Ich habe vor 2 Jahren hier einen Vortrag gehalten und gefragt, ist es realistisch, politische Aktivbürger in der Hochschule zu bilden? Das klingt nämlich ein bisschen für mich danach, wenn ich höre, wir machen Change Agents und so und die Graduierten der Zukunft lösen alle Probleme. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ich würde von dem Aktivbürger ein bisschen zurückgehen auf den Reflexions- und Interventionsfähigen, der auch in der liberalen Demokratie das immer auf freiwilliger Basis machen muss, sich beteiligen. Es ist so ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Solidaritätspflichtgefühl. Ganz schwere Kombinationen, die zu integrieren. Und dementsprechend Stichwort reflektieren, auch Future Skills weiterhin, auch über den Sinn und Unsinn, aber ja, das noch zum Schluss von mir. Danke. Ja, die Diskussion kommt jetzt richtig in Gange.
Deshalb, ich muss noch mal auf die Zeit, wir haben noch ein paar Minuten, aber ich freue mich total. Herr Hofmeister, ich gebe Ihnen noch mal kurz das Wort und dann dürfen Sie es gerne wieder an mich und die Runde zurückgeben. Ja, gerne, vielen Dank. Also heute Morgen haben wir darüber geredet, Studium 2040 sozusagen länger rausgucken, und ich finde das ganz toll, das alles zu betonen, aber irgendwie hat die Argumentation etwas von sich, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und irgendwie argumentieren zu müssen, warum man das denn braucht. Und ich würde dringend dazu raten, noch stärker den Blick aus dem Land rauszuwenden. Bettina hat schon gerade darauf Wert gelegt, dass man das mal macht, aber auch schon ein Blick in die Niederlande reicht, um zu sehen, dass es eigentlich ein grundsätzliches Umdenken, was ein Studium denn sein soll, braucht. Also nicht, wir müssen es irgendwo integrieren oder wir müssen irgendwo kleine additive Elemente finden. Wir müssen ein bisschen mehr Wahl. Ja, wir müssen sehr viel mehr Wahl für die Studierenden schaffen. Wir müssen sehr viel mehr Verantwortung abgeben an die Studierenden, was sie sich eigentlich für ein Portfolio an Kompetenzen erwerben. Und dazu gehört, dass wir die sogenannten Kerncurricula wesentlich kleiner fassen und uns da deutlich zurücknehmen. Und mir ist das Innovationstempo in Deutschland viel zu gering. Also mein Rat ist wirklich, mehr Druck zu machen, auch von den Future Skills her, weil die essentiell sind für die Welt der Zukunft. Und sie müssen in einer Weise integriert werden. Also integrieren ist ja schön, aber dann müssen sie bitte auch genannt werden. Also wir reden hier von einer Zukunft, in der die Abschlüsse weniger wichtig werden, wo Micro-Certificates ganz wichtig sind. Und da muss natürlich draufstehen, was da drin ist. Das ist doch mal ein wunderbarer Einstieg, um danach nach... um auch danach weiter zu diskutieren. Weil ich glaube, wir sehen jetzt, wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende unserer Diskussion, auch wenn wir es sind in Sachen Zeit. Erstmal möchte ich dazu einladen, sich den Artikel, den wir gemeinsam verfasst haben, zu downloaden. Da haben wir einen QR-Code, da können Sie drauf zugreifen. Der wird bald wird die Publikation auch erscheinen, wo das drin erscheint, nämlich Future Skills Lehren und Lernen vom Stifterverband. Da sind ganz viele Beispiele und auch Good Practices drin, wo man sich inspirieren lassen kann. Die zeigen, irgendwie geht es doch schon, auch wenn wir in langsamen Tankern unterwegs sind. Genau, gerne da den Diskurs weiterführen. Wir schwirren alle noch hier rum beim University Future Festival und freuen uns, ins Gespräch zu kommen. Und die Abschlussrunde machen wir jetzt richtig zackig. Ich möchte nämlich nochmal mit einer kleinen Utopie enden, und zwar einem Abschlussstatement von allen von euch in drei Worten. Das ist jetzt der Twist, den ihr nicht habt kommen sehen. Zur Hochschule der Zukunft. Wie sieht es hier aus? Fasst euch bitte kurz und dann kommen wir gemeinsam zu einem schön freudigen Future Skills Schluss. Die My Curriculum University, das war ein Wort, die, wo Studierende ihr Curriculum selber bestimmen, wie gerade gehört. Zum Wohle aller. Ja, planmäßig noch 90 Sekunden. Bildung durch Wissenschaft. Personalisierung durch individuelle Bildungsbiografien. Waren vier Worte, glaube ich. Florian, bist noch zu hören. Sie ist offen, sie ist relevant und sie ist ein Akteur des lebenslangen Lernens. Vielen Dank. Ich freue mich über die Diskussion, über die Beteiligung und über die vielen Fragen, die wir aufgeworfen haben, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding bei Future Skills, gibt es am Ende immer mehr Fragen als Antworten, wenn man drüber redet. Aber ich glaube, das ist die Welt, in der wir gerade sind und mit der wir uns irgendwie auseinandersetzen und gemeinsam durchwursteln müssen. Und ich hoffe, das war ein guter Auftakt, um das gemeinsam hier zu tun, im schönen Sonnenschein hier im Biergarten vom Festsaal Kreuzberg. Eine wunderbare Location. Ich möchte mich bedanken für die schöne Diskussion mit Ihnen, mit euch. Im Chat auch noch, da gucken wir auch gleich noch mal rein und freuen uns, wie gesagt, und sind gerne ansprechbar für weitere Diskussionen über diese Session hinaus. Und freuen uns gemeinsam, die nächsten Schritte zu gehen zu einer hoffentlich guten Zukunft. Ne? Vielen Dank.